Alter. Wir fahren heute die Regensburger Klassiker Plus. Ich habe das neue Slash Plus dabei. Ich nehme euch mit bei den ersten Fahreindrücken vor dem Fahrrad. Von dem her bleibt dran, viel Spaß. Fahren wir in den Klassiker rein, hören wir die Haare. Hartes Wurzelgeballer. Jawohl. Alter. Also mit dem Radl ist es schon einiges schneller als mit dem Fuel. Das potente Fahrwerk merkst du schon gleich. Richtig geil. Besser. Sehr haarig. Einig. Hoppala. Falsch, ja, mega. Man merkt schon einen großen Unterschied zum Fuel, brutal. Vor allem mit dem Mallet-Setup klettert es besser. Okay. Wegen der Übersetzung kann ich mit dem geringen Drehmoment der Motor noch ein bisschen mehr Vortrieb leisten. Und jetzt habe ich mich auch erinnert, warum ich früher mit dem 27er halber Rail so schnell bergauf war, auch bei dem Track. Naja. Oh, jetzt sind wir 20,5. Aber wie du schon sagst, bergab oder über so wurzelige Sachen, da rollt es dann nicht ganz so viel zwangsläufig. Ja, so ein bisschen mehr Hang-up spürt man, ja, wenn man in so Wurzelpassagen reinfährt und ein bisschen reinbremst. Deswegen hätte ich eigentlich gesagt, auf keinen Fall Mallet. Aber diese Klettereigenschaften da jetzt, das ist schon ein Unterschied. Also möchtest du das erste Mal ausprobieren? Ja, ich lasse erstmal mal. Jetzt habe ich es halt auf 300 Watt und der Eingriff ein bisschen langsamer. Ja, genau. Aber ansonsten alles voll Power. Jetzt hat man ja noch das Ding, dass bei den ersten drei Ladungen ja der Akku, genau, es wird noch angelernt, das System, und dann hat man die volle Kapazität da offen lassen. Alter, was ist denn da los? Was eigentlich bei den anderen Rail und Fuel EXE auch schon immer gut war. Wenn man berghoch gefahren ist, das war wurzelig, man hat getreten, dann war das Fahrwerk trotzdem schön aktiv. Und das haben wir jetzt da auch. Wenn ich es vorziehe, wegen dem hohen Drehpunkt, den habe ich ein Stückchen geiler. Man kommt gefühlt und dann ist ein bisschen besser durch das Ruppige durch. Man hat mehr Grip am Hinterrad, das ist schon nice. Warum klettert jetzt ein 27,5er mit der gleichen Motorleistung besser? Weil durch den Hebeleffekt, durch das, dass das ein kleineres Rad hinten ist, hat man eine bessere Übersetzung und kann das Drehmoment, was ja vom Motor immer gleich ist, besser in Vortrieb umsetzen. Was würde jetzt mit einem großen Laufrad hinten passieren? 29 Zoll, das würde helfen, eine höhere Topspeed zu erreichen mit der gleichen Motorleistung. Das ist aber in dem Fall jetzt gerade total unerheblich, weil die Motoren sowieso gedeckelt sind auf, keine Ahnung, diese 25 km/h. Von dem her profitiert man jetzt im Sinne von Leistungsausbeute, optimaler Leistungsausbeute, da nicht wirklich oder überhaupt nicht. Die Fahrwerkseinstellung habe ich übrigens recht schnell gefunden. Und zwar habe ich einfach nur die Zugstufe für mich relativ flott angepasst. Und den Druck, so wie ich es von meinen früheren Federelementen bekannt habe, hinten habe ich zum Beispiel zwischen 170 und 200 drin. Das ist jetzt völlig in Ordnung. Und vorne weiß ich gerade nicht, wie viel das war, ich glaube 75 oder so. Und
da macht man nur eine kurze Zugstufe. Ich habe sowieso immer sehr wenig bis gar keine High-Speed-Compression drin. Ein bisschen Low-Speed-Compression. Und so wie das Standardfahrwerk auf dem Fox jetzt kommt, reicht es mir auf jeden Fall aus. Ich werde durch nichts begrenzt und kann schnell fahren. Also ähnlich eigentlich wie bei RockShox vorher. Ah, verfahren. Oh. Oh. Ah, da geht's hoch. Ja. Hui. Ja, mega. Richtig geil. Also der Trail mit dem Fuel EX schnell zum Fahren, da habe ich manchmal schon meine Probleme mit dem. Rechts um. Also mit dem ist konfidenzmäßig viel besser. Okay. Wie mit dem Fuel. Da habe ich jetzt kein Problem gehabt. Einfach Linie anschauen, draufhalten und ab geht's. Wobei ich sagen würde, dass er momentan generell ganz okay zu fahren ist. Ah ja, gut. Also da war jetzt eh nichts. Ja, mit dem Fuel bin ich damals bei diesem letzten, wo es schräg runtergegangen ist, Stepplim. Da habe ich gedacht, oh. Ja. Und mit dem ist es doch noch ein bisschen was anderes. Es nimmt viel. Ein Nachteil von 27,5er Hinterrad. Ich bleibe jetzt viel öfter mit dem Schaltwerk hängen. Das heißt, ich glaube, es dauert immer so lang. Und dann ist das Ding auch wieder mal reparaturbedürftig. Da war ich doch ein bisschen überrascht. Grüß euch. Mega geil. Bisschen Gas raus. Jupp. Extended. Highline. Sender. Jawohl. Noch Bock. Droppen. Das Lauf passt nicht zu Stein. Jo. So, jetzt kommt zum Wurzelteppich. Ja. Man kann auf jeden Fall gut Geschwindigkeit halten. Und schon. Jo. Wupp. Da ist alles frei. Den lass ich aus. Wow, und nicht schlecht. Darum habe ich mir so ein Fahrrad schon lange von Trek gewünscht. Ich kann es jetzt ein bisschen erklären. Ich habe ja eigentlich mit dem Powerfly, oder wie es dann jetzt geheißen hat, Trek Rail, immer sehr, sehr viel gemacht. Und es war mit 150 mm hinten und 160 vorne eigentlich immer okay. Im Laufe der Zeit sind aber die Akkus so groß geworden, dass das Fahrrad dann zum Schluss zwischen 24 und 25 Kilo gewogen hat und es war irgendwie sehr kopflastig. Ich wollte immer ein abfahrtsorientiertes eMTB haben, das hat das Rail gut gemacht, aber dieses kann es jetzt einfach besser. Die Gene vom normalen Slash mit dem hohen Drehpunkt, die kommen extrem stark durch und das ist genau das, was ich eigentlich schon immer wollte. Ein Shuttle, berghoch, schnell fahren, mit annehmbarem Gewicht, kann man dann trotzdem bergab extrem viel Spaß haben und eben es vielleicht halt auch ohne Akku in den Bikepark ausführen.
Da spart man sich bei dem übrigens 2,7 Kilo. Das heißt, man ist dann so roundabout 18 Kilo ohne Akku im Bikepark unterwegs. Und wenn man vorne zum Beispiel noch eine 180er Gabel reinklopft, was auch freigegeben ist, hat man da eine eierlegende Wollmilchsau. Das war immer mein Wunsch. Haben sie jetzt endlich umgesetzt. Hat lange gedauert. Aber ich freue mich, bin mega happy. Und von dem her bin ich gespannt, was ich mit dem Fahrrad noch alles erlebe. In diesem Sinne, was hält ihr von Mallet-Bikes? Ist das cool? Ist es nicht cool? Was würdet ihr am liebsten sehen? Schreibt es mir in die Kommentare, darf mich interessieren, diskutieren wir weiter. Also macht es gut, habe die Ehre, servus!